Guten Morgen, meine Lieben. Ich sehe mich hier. Ich stehe mit einer Big voll, so voll Kleider da. Und es haben so viele von euch abgestimmt, dass ich so einen Try-on-Haul machen soll und sagen, wenn ich die Kleider finde. Und darum mache ich das jetzt. Ich bin ein bisschen. Und ich werde euch jetzt nach und nach die ganzen Kleider zeigen. So, Outfit Nummer 1. Ich mag's. Ich habe gedacht, schau mal schnell, es ist eine recht intensive Farbe. Ich weiß nicht, ob ihr das so wahrnehmen könnt. Und das Material ist im Fall recht angenehm. Es ist wirklich qualitativ hochwertig. Und es ist mega fein und ich finde es mega süß. Durch das, dass hier in der Taille noch so ein bisschen So, wir haben Outfit Nummer 2. Es ist ein Jumpsuit. Und schauen wir mal schnell. Es hat hier hinten so Bändel. Und ich weiss eben ehrlich gesagt nicht so genau, ob man die vorne oder hinten bindet. Ja, da könnte man sicher ein herziges Mäschchen machen. Auch herzig, ne? Ich mag das mega, wenn Kleider so ein bisschen schulterbetont sind. Und das ist das. Und es ist mega leicht. Ich finde auch wieder, der Sitz ist, oder wie sagt man, der Fit, Scheiße, ich kann es nicht sagen. Die Form, der Schnitt, nicht der Sitz. Hey, nein. Es ist Sonntagmorgen. Ist mega. Super. Next. So, wir haben ein Bikini. Es ist sehr geil. Ich mag geil. Jetzt, was man hier muss sagen ist, es ist qualitativ auch wieder wirklich hochwertig. Es sind mega breite Stoffe, auch hier. Das ist ein doppelter Stoff. Also ich habe wirklich das Gefühl, es ist soweit eigentlich hochwertig. Jetzt, ich glaube, ich habe schon mal, Moment mal, das Bikini von innen. Ich habe es gerade weggerührt. Nein, da ist es. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es von innen ist. Ich bin mir wirklich nicht ganz sicher. Vielleicht tue ich Ihnen jetzt gerade Böses. Aber jedenfalls, das war so ein Pinks und das hat wie so ein bisschen durchgedruckt. Also, ich habe es nie zum Baden angehabt, das hätte ich mir nie gewagt. Aber auch da, ich bin mir einfach nicht so ganz sicher. Seht ihr das hier in der Schamregion? Ich weiß nicht, ob es an der Farbe liegt, aber ich habe einfach nicht so Bock, wenn man nachher hier so Konturen sieht. Sonst muss ich sagen, ist es einfach wirklich herzig vom Schnitt her. Sie haben mega viele, die so geschnitten sind. Ich habe das Gefühl, es steht mir gar nicht. Ich bin zu klein für das. Darum, ich habe wirklich darauf geachtet beim Kauf, dass es ein niedriges Höschen ist. Aber sonst, ja, voll herzig, voll okay. Nächstes. So, auf den ersten Blick. Ultra herzig. Wir haben zwei Flops. Erster Flop, zieht euch das hier. Da oben hat ein Bändchen. Schaut mal, wie lang das ist. Was soll ich mit dem machen? Oder kommt das noch rundherum? Es könnte sein. Ich bin so enttäuscht. Ich hätte so Freude gehabt. Ich muss ehrlich gesagt sagen, was ich bei denen machen kann, ist, ich mache da oben noch einen Knopf rein. Weil ich finde, es steht mir nicht so mit diesen riesen Pads hier. Ich sonst schon breit oben Körper haben. Jetzt, was aber ist, ich weiss nicht, ob ihr das hier genau seht. Da unten hat es so ein Unterhäuschen. Und man sieht das, wenn ich mich bewege. Man sieht das. Seht ihr das? Man sieht das Höschen. Ja, das geht doch nicht. Hey, sonst, es wäre voll mies. Ich weiß nicht, ob ich das Höschen abschneiden soll. Oder ein bisschen annähen. Oder dran annähen. Ah, ich könnte es dran annähen. Huere süß sonst. Aber hey, das geht gar nicht. Das ist immer das Gefühl, ah, hello. Nein. Aber sonst, es ist wie so ein bisschen. Es ist eigentlich auch gestreift. Von weitem sieht es aus wie Jeans. Es ist auch so gestreift. Es wäre süß. Wir gehen zum nächsten. Leute, sind ready für einen Flop? Also schaut. Ich habe gedacht, es wäre eigentlich noch so herzig für die Hei. Ich habe das Gefühl, man sieht es jetzt nicht so in diesem Video. Aber es ist überdimensional gross. Dazu ankommt, es hat ein paar Fails. Die Hose. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen. Sie sind riesig. Vielleicht müsste man es einmal waschen.
Dann, wir haben einen weiteren Bändeli-Flop. Ich habe keine Ahnung, wo ich überall mit diesen Bänden landen soll. Und jetzt, eigentlich wäre es süß. Da hinten gesehen oben das Mäschchen, oder? Da kann man etwas zusammenbinden. Und da wäre eigentlich nochmal ein Bändel. Aber auf dieser Seite hat es einfach kein Bändel mehr. Also eigentlich wäre dort nochmal ein Mäschchen, aber es hat keinen zweiten Bändel. Darum da lampet jetzt einfach so ein Bändel runter. Keine Ahnung vorne mit dem. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass das von hinten irgendwie herzig aussehen kann. Es sieht doch aus wie so eine riesengroße Windel. Nein. So stelle ich es mir ehrlich gesagt vor. Ja, vielleicht ist es easy für die Heim im Winter. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich probiere es aus. Next. Bevor ich mit dem nächsten Outfit anfange, muss ich aber noch schnell sagen, das ist mega, mega kuschelig. Es ist mega bequem. Und darum noch ein extra Punkt für das. Jetzt! Der Janik wird es hassen! Folgendermaßen, ich bin momentan so Fan von so Two Pieces. Ich finde es mega. Ich glaube, es ist ein Stil, der mir absolut nicht steht. Aber ich finde es so süß. Also, wir haben den Sneaky Leg. Ich stelle mir es ehrlich gesagt so ein bisschen vor, entweder mit weißen Sneakers und Jeansjacke oder vielleicht sogar mit höheren Schuhen. Das hier oben, ich kann euch das jetzt nicht so genau zeigen, weil da hat es nichts drunter. Das ist eigentlich einfach so ein Flatter-Dings. Und jetzt hat es aber noch ein zweites gehabt, das dazugekommen ist. Und ich zeige euch jetzt ganz schnell. So, es sieht folgendermaßen aus. Es hat unten und oben einen Gummizug. Und jetzt, ich weiss nicht, wie genau dass man das sieht. Überhaupt nicht, wenn ich die Haare darüber tue. Das steht da so raus. Also wenn ich jetzt die Arme unten habe, das geht nicht. Aber auch da wieder, die Qualität ist im Fall wirklich okay. Es hat nirgends irgendein Fädeli, das weghängt oder irgendein Stich, der sonst irgendwie falsch genäht ist. Also von dem her auch, von der Passform her, wirklich okay. Ich trage normalerweise das 34 und ich habe jetzt, glaube es ist immer ein bisschen angeschrieben, man soll grösser oder kleiner oder normal bestellen. Und ich habe eigentlich einfach meine Größe bestellt und es passt bis jetzt überall. Also von dem her wirklich top. Das ist eins, das ich genau gewusst habe, es kann eh nicht falsch gehen. Es ist ähnlich wie vorher. Das Bikini-Oberteil, es ist einfach länger. Und es ist so Rip-Optik. Und ich habe das Gefühl, es wäre noch herzig so zu Jeans. Ich bin eh über, ich muss auch meine Taille so ein bisschen hervorheben. Und darum, ja, es passt gut. Dann haben wir noch den letzten. So, jetzt das letzte. Auch wieder schwer erkennbar. So ein Two-Piece, so ein Set. Das sind also, das ist nicht zusammen gemacht. Ultraherzig. Nein, oh, war süß. Es hat es noch sicher in Pink gegeben und ich bin mir nicht ganz sicher, ob in Schwarz-Weiß. Jetzt hat es so ein Unterröckchen. Ich finde, man muss ein bisschen schauen, dass das nicht so Falten wirft, weil sonst sieht man es oben. Gel ist halt nicht ganz so, kann ich sagen, es drückt recht ab. Man kann nicht so viel kaschieren mit Gel. Ich habe jetzt hier vorne so ein Mäschchen gemacht. Ich glaube, für das ist es auch gedacht, der Bändel. Und auch da wieder, es passt mega gut. Ui, schau mal, wie durchsichtig das ist. Ja, ich glaube, man muss sicher Hautfarbe und Unterwäsche darunter anlegen. Aber sonst ist es süßes. Nein, habe ich Freude. Habe ich wirklich Freude. Also, folgendermaßen, wir haben ein paar leichte Flops darunter. Aber ich glaube, das ist etwas, das kann einem immer passieren. Also auch, wenn man ja bei Zalando bestellt, schickt man einen gewissen Teil wieder zurück. Und darum habe ich das Gefühl, es war eine gute Ausbeute gewesen. Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, man kann glaube, auf die Zahnfull zurückschicken. Ich werde das nicht machen, das lohnt sich nicht, den ganzen Aufwand. Ich werde je nachdem eben etwas umnähen und dann glaube ich, kann man das brauchen. Also für alle, die Freude haben an diesem Video, macht doch schnell ein Thumbs up. Vielleicht mache ich wieder mal so etwas. Ich habe eigentlich nichts mit Mode zu tun, aber es ist eigentlich noch lustig.
Und bis bald. Tschüss.